Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wir machen schon weiter hier, weil Zeit ist kostbar und Zeit ist Geld. Und ich bekomme kein Geld, denn ich bin kein YouTube-Partner. Gut. Das wäre ein Ende wahrscheinlich noch ein paar Zinsen. Also, okay, wir müssen immer noch hier in Crocs Versteck. Croc, das klingt jetzt wie, als wäre der Bösewicht ein großes Brötchen. Ein großes gegrilltes Sandwich. Französisch. Ja, aber wir wollen uns hier nochmal umsehen und noch ein paar, oder ich will mich zumindest nochmal umsehen, wir noch ein paar Ritter-Trophäen hier auffinden, die ich auf dem Weg nicht bekommen habe, weil ich zum Beispiel hier diesen Leinlauf noch nicht hatte. Zip. Na, hast du jetzt was zu sagen? Och nö. Wir haben nur Frigurfallschall. Killer-Croc. Ja. Moment, die Betthöhle ist ja gleich hier in der Nähe. Vielleicht finden wir dann auch etwas, mit dem wir diese strukturelle Schwäche an der Wand, Decke. Dieses Dingens da halt, öffnen kann. So. Nicht den Line-Launcher Batman. Nein, nein, nein. Huh. Düster. Scannen und öffnen. Boah, nicht schlecht. Oh, mal sehen, ob die jetzt hier was für uns haben. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. An der Wand sind zwei identische Stellen. What the fuck? Also ich glaube, der Untertitel hat mit den Gesprochenen nicht so hundertprozentig übereingestimmt. Okay. Haben wir vielleicht, gibt es hier, kriegen wir noch irgendwas? Nein? Nicht? Warum kann man dann hier rein? Warum geht die Tür nicht zu? Wäre es nicht besser gewesen, wenn die Tür, wenn die Tür sich nicht geöffnet hätte und Batman gesagt hätte, nein, ich muss zurück. Crocs Versteck finden, bla bla bla. Das wäre zumindest ein, sieht schöner, dezenter hinterher, als dass man gerade total falsch läuft. Hallo. Hallo, Sea King, bitte. Ja, bitte muten Sie sich. Denn sie sind in einem Let's Play von Batman Arkham Asylum, von mir. Wundervoll. Ja. Deswegen steht da auch groß Aufnahme mit Hashtag da. Ja. Hm. Naja. Da ich dachte, dass du ein Let's Play machst, mache ich dann, komme ich dann mit. Aber wenn du alleine spielst, dann ist es eigentlich so optimal, wenn du mit einem PS kommst. Ja, ja, aber da können mich dann halt die anderen nochmal ein bisschen quasi kontrollieren. In dem Fall. Im Sinne von, du redest so viel lang. Mach mal Pause. Ah, okay, hier war schon noch was drin. Okay. Ne? Und dann habe ich dann auch quasi noch quasi lebende Wecker. Dann sagen können, ups, du bist zu lang. Du hast es schon über 20 Minuten, da guckt keiner. Na, okay. So. Naja, du kannst sie ja besuchen. Sie sind ja hier. Wohl. Nee, sie sind in einem anderen Chat. Sie sind ja gerade gemutet. Okay. Okay, also Leinlauscher funktioniert. Und zack, Batman klatscht gegen die Wand und... Killer Croc ist nicht gut drauf. Vielleicht hat er gerade wieder ein Nummernschild gefressen. Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihnen. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe das. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Aha, ja, ja, man sieht schon. Nicht nur sein Anzug leidet, sondern auch sein Gesicht. Denn der langsam immer mehr, kriegt immer mehr Bartschatten. Naja. Sind ja auch wahrscheinlich schon was? Wie viele Stunden jetzt hier? Also im Spiel? Hm. Naja, mindestens 3 Stunden. Ach ja, ja, ich erinnere mich an diese Sequenz. Jetzt müssen wir hier... Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Genau. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ja, ja, es ist wieder eine Stealthy-Mission quasi. Wir müssen diese Pollen finden und... beziehungsweise diese Giftsäcke der Pflanze, um die einzusammeln. Und gleichzeitig müssen wir quasi Stealthy-mäßig hier vorgehen, weil Killer Croc ja hier wie Hai-mäßig
wie so ein Hai mäßig hier die Schallwellen im Wasser spürt und dann abmockst. Oh, das ist er gewesen, ja. Proud to you by TeamSpeak 3. Ja, das heißt, wir müssen uns leider langsam fortbewegen. Und sonst kriegt man wahrscheinlich hier Instant Kill. Na, 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 na. Oh, können wir vielleicht mal kurz. Nein. Okay, wir können euch mal vorwärts springen. Super. Naja, das ist so eine dieser Sequenzen im Spiel, wo man mal so in sich gehen soll. Ne? Wie die ewig lange Leiter in Metal Gear Solid 3. Wobei da zumindest noch ein schönes Team im Hintergrund gespielt wurde. Hier müssen wir die ganze Zeit nur langsam gehen und warten darauf achten, dass wir nicht zu sehr auf diese Holzpontons treten. Naja. Und zack. Muss man theoretisch nicht laufen können, wenn er ins Wasser fällt? Das wäre doch eigentlich logisch. Das wäre die kurze Zeit, in der ich bin geschockt ins Wasser plupst, dass man dann ja, wo gehen wir hin? Minimu? Du. Wohl, die zeigen uns ja an. 30 Meter? Und zack. Du kannst uns mal kommen. Deine Mutter war eine alte Handtasche. 43 Meter? Lass mich raten. Ich wette, ich weiß, was gleich kommt. Ich finde dich, Batman. Ah, Dolby Surround. Ach, leck uns. Lecko Mio, leck mich. Killer Croc, du schockst uns eh nicht mehr. Da ist die Musik ja gruseliger. Bam, 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 bam. Und dann schmeißt man einfach das Batarang an ihn dran und er klatscht wie ins Wasser. Okay, es müsste jetzt. Okay, da war jetzt 70. 60? Ach, es musste anscheinend doch hinter diesem Gitter sein. Okay. Wo ist es denn? Wo sind diese Sporen? Dein Fleisch wird zerrissen. Ja, 74 Meter. Ja. Ach, das ist ein Gitter. Ach, da können wir nicht rüberspringen. Ach, wie praktisch. Wir können uns quasi Wege öffnen. Oh, nicht nett. Ganz nett. Oh nein, ich hasse Suche-Quests. Können sich mal so lange hinziehen und vor allem ist das noch scheiß, doppelt scheiße in einem Let's Play. Wo die Zeit ja noch viel wichtiger ist. Oh. Ah, da. Gut. 6, 5, 4 und zack. Hallo, Sporenbeutel. Ja, wenn das nicht so hundertprozentig Spaß macht und die Gegner jetzt nicht so eine Herausforderung ist. Diese Sporen enthalten nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Ach was. Wenn die Anzeige noch nicht ganz voll ist, dann heißt das, dass es nicht ganz reicht. Wer hätte das gedacht? Okay, das heißt, jetzt müssen wir noch 60 Meter in die Richtung. Tap, 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 tap. Oh, ich kann dich jetzt schon schmecken. Schmecken. Ja. Batman. Jetzt mit 40% weniger ungesättigten Fettsäuren. Und zack. Und flapp. Und da haben wir die Ranke mal entbeutelt. Und jedes Beutelchen macht natürlich nur ein kleines. Platsch. Eigentlich müssen wir ja theoretisch ja ins Wasser fallen. 45 Kilo? Naja. Das sind schon fast 50.
Gut. 143 Meter. Das macht Spaß. Hä? Keine Anzeige von wegen. Oh, wackel, wackel, er könnte jetzt kommen. Oh mein Gott. Ja, kipp um. Wow. Killerkopf ist in dem Fall so beendet. Killerkopf ist so im Grunde so beängstigend wie Pac-Man-Geister. Wäre die ganze Orchestergedönse im Hintergrund nicht, die Spannung erhöhen soll? Naja. Ach, ich will ja nicht meckern. So schlecht ist die Level-Idee und die Idee ja nicht. Oh, da vorne ist schon das nächste Beutelchen. Ich klinge wie heller von Sinn. So. Und entnehme es. Oh, das hätte jetzt noch gefehlt, dass Killer Croc jetzt kommt, gerade wo er das nimmt. Kommt er bestimmt jetzt auch gleich. Oh, wer hätte das aber gedacht? Lass mich raten, natürlich muss ich natürlich in die Richtung gehen, die er gerade geöffnet hat. Können wir hier nochmal schneller Wettering? Ja. Ja, das wäre wahrscheinlich die ganze Ecke einfacher. Tap, 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 tap. Oh Mann, habe ich jetzt Bock auf einen MacRib. Oder auf einen MacPom. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, das habe ich selbst erfunden. Soll ich es verraten? Wie man den Waffen nehmen kann. Was? Warum hat der Batarang nicht getroffen? Du Schwein. Nein, du Krok. Wir lässt genießen, deine Knochen zu verzehren. Ach, natürlich, ich gleich wieder hier auf. Zack. Automatischer Batarang ist doch nicht so zuverlässig. Ja, die paar Sekunden, wo er noch ins Wasser klatscht, können wir zum Glück noch laufen. Naja. Okay. In Minimu, du. Ach ja, 50 Meter, drei... Ne, wir entfernen uns, oder? Hm. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ein Trollweg. Nicht der Holzweg, ein Trollweg. Ich dachte jetzt schon, dass wir verzögert. So, so, so. Wo ist die nächste Beutelchen? Da. So, den holen wir uns noch schnell. Tap, tap. Zwischensequenz? Oh, das muss ein wichtiger Beutel sein. Glitch, glitch, glitch. 229 Meter ist der letzte weg. Oder zumindest der vorletzte. Super. Ja, und Killer Croc hat seine magischen, Zerstörungskräfte eingesetzt und die einfach zerplatzen lassen. Hm. Schade, das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr. Ja, Line Launcher Action heißt es dann. Also, okay, also wir schauen uns dann nochmal kurz noch ein paar Biografien an und das war's dann. So. Zack. Gut, wem haben wir jetzt noch? Ah, oh, auch interessant. Ein Charakter, der auch nicht in dem Spiel vorkommt. Ra's al Ghul. Über die früheren Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul ist nur wenig bekannt. Fest steht nur, dass der Kopf des Dämons, so die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderte dank der Lazarusgruben überdauert hat, die ihn auf wundersame Weise immer wieder verjüngen. Ra's al Ghul ist ein strategisches, organisatorisches Genie, das sich die Bewahrung der Erde vor der ökologischen Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erdbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat.
Batman ist seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Al Ghuls schöner Tochter Talia. Aha, ja. Theoretisch, ja, gucken wir uns mal die Fakten an. Unbekannt, internationaler Terrorist, ja, steht wahrscheinlich auch in seinem Pass. 71er, 1000-jährige Ausbildung, ja, hat schon was auf dem Buckel. Ach nee, ist noch eine. Ja. Yeah. Und er ist Lime Neal. Zumindest in dem Film. Mothman haben wir schon. Amadeus Arkham haben wir auch schon. Ja, dann bin ich noch schnell die nächste Reihe. Mr. Freeze. Mr. Freeze habe ich auch schon mal vorgelesen, aber ist egal. Victor Freeze war ein genialer Kryogeniker, der seine geliebte Frau Nora in einer von ihnen erfundenen Kältekammer einfror, um verzweifelt nach einem Heimbild für ihre tödliche Krebslein zu suchen. Als sein Vorgesetzter die Kältekammer abschalten wollte, kam es zu einem kurzen Handgemenge, in dessen Verlauf sich die von Freeze entwickelte Kälteflüssigkeit über seinen Körper ergoss. Seitdem kann er nur noch bei Minusgraden existieren, ist sein Körper zur Zimmertemperatur ausgesetzt, stirbt er. Ausgerüstet mit verschiedenen Eiswaffen und einem Kältepanzer versucht Freeze verzweifelt, seine geliebte Frau zurückzuholen und ihren Tod zu rächen, für den er unter anderem Batman verantwortlich macht. Komisch, denn in Batman Arkham Asylum sieht man seine Frau eigentlich komischerweise eingefroren. Egal. Berufsverbrecher, 59, also einer von den schrägen 50er Batman-Figuren. Okay, Leute, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Batman Arkham Asylum, holen uns dann den letzten oder die beiden letzten Beutel und ja, schauen wir mal, ob wir mal auf Killer Croc treffen. Denke ich mal wahrscheinlich auch. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!